Eine neue Woche beginnt und ich begrüße Sie recht herzlich am Montag, den 20. Januar, hier im Elbe-Kanal zum Regionalmagazin. Eine neue Woche beginnt heute hier mit folgenden Themen. Neujahrsempfang. Die CDU Schönebeck und MIT begrüßen Gäste zum neuen Jahr. 20 Jahre, 20 Bäume. Landrat Markus Bauer begutachtet den gespendeten Baum im Sohlepark. Und Aktionswoche. Das E-Center Schönebeck lädt ein zum 100-jährigen Jubiläum. "20 Jahre, 20 Bäume". So heißt die Aktion, die im vergangenen Jahr der Sohlepark ins Leben gerufen hat. Und auch Landrat Markus Bauer ist Teil dieser Aktion. In der vergangenen Woche hat er sich seinen Baum einmal genauer angeschaut. Zur Feier des 20-jährigen Eigenbetriebs des Sohleparks von der Stadt Schönebeck sollten mit der Aktion "20 Jahre, 20 Bäume" Mitte Dezember 2019 im Kurpark Bad Salzelm 20 Bäume dazukommen. Letztendlich wurden aufgrund hoher Nachfrage mehr als 50 gepflanzt. Zu den sogenannten Baumpaten gehört auch Landrat Markus Bauer, welcher am Mittwoch, den 15. Januar 2020, das vom Kreis gespendete Exemplar begutachtete. Und da haben wir als Landkreis gesagt, wir spenden auch einen Baum, weil wir damit ein Zeichen setzen wollen, Verbundenheit in der Region. Und das habe ich heute geschaut, wie gut ist der Baum angewachsen. Ja, und ein super Bild. Und das reizt eigentlich dafür, dass man immer mal wieder herkommt und immer schaut, wie gedeiht der Baum, wie gedeiht die Region. Und ich glaube, das hat die Region verdient. Der mittel- und nordamerikanische Amberbaum, abgeleitet vom englischen Amber, Bernstein, durch sein flüssiges, bernsteinähnliches Harz, ist besonders winterbeständig und frostresistent und daher auch sehr gut geeignet für unsere gemäßigte Klimazone. Landrat Markus Bauer weihte den jungen Baum ein mit den Worten, auf dass er lange lebe und ein gutes Klima für die Region bringe. Die Menschen oder die Organisationen und die Partnerfirmen, die hier Bäume gepflanzt haben, haben immer wieder einen Anker geworfen, dass sie sagen, ich gehe mal wieder hin, ich schaue mal, was ist aus dem Baum geworden. Der eine oder andere kann seine Familienangehörige einladen, kann in den Sohlepark gehen, kann den Nachmittag hier verbringen. Also hier gibt es ja viele, viele Angebote. Das Problem für uns ist ja in der heutigen Zeit, wie komme ich in den Kopf, wie komme ich förmlich auf den Küchentisch zu Hause, wenn ich Urlaub oder Wochenende plane. Das wollen die Menschen hier in der Region erreichen, das wollen wir gemeinsam erreichen. Und ich glaube, das ist eine Aktion von vielen. Und das bettet sich einfach ein und es zeigt natürlich auch, dass die Region, aber auch die Umwelt uns wichtig ist. Durch diese Aktion wird nicht nur der Sohlepark mit neuem Grün versetzt, Besucher werden zum Wohlfühlen eingeladen und die Region allgemein bereichert. Landrat Markus Bauer war ebenfalls Gast beim Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes Schönebeck und der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung im Dr. Tholberg-Saal. Dort begrüßte Dr. Gunnar Schellenberger zahlreiche Gäste. Mit diesen Klängen begrüßten der CDU-Stadtverband Schönebeck und die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Regionalverband Schönebeck seine Mitglieder und geladenen Gäste im Dr. Tholberg-Saal. Beim diesjährigen Neujahrsempfang konnte man sich auf zahlreiche Gäste freuen, die der Einladung gefolgt waren. Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger begrüßte die Gäste und blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Neben der guten wirtschaftlichen Entwicklung der Region, die mit sicheren und innovativen Arbeitsplätzen verbunden ist, wies Schellenberger auch auf die großen Investitionen in Bildung und Sicherheit hin. Auch wenn man auf einem guten Weg sei, dürfe man die Augen nicht verschließen, denn es gäbe noch viel zu tun. Auch Oberbürgermeister Bert Knoblauch fasste das Jahr 2019 erfolgreich zusammen. Zahlreiche abgeschlossene Bauprojekte, wie beispielsweise der sanierte Marktplatz in Bad Salzelmen oder der Kunstrasenplatz in der Barbarastraße, komplementieren die Erfolgsliste ebenso wie der Tag der offenen Unternehmen im September. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsrat und den Unternehmen seien interessante und abwechslungsreiche Einblicke gelungen. Vorausschauend für das neue Jahr seien die Konzentration der Verwaltung am Markt und die Oberbürgermeisterwahl im Herbst wichtige Themen. Ein weiterer Programmpunkt am Abend war ein Gastvortrag von Professor Dr. Harald Meller vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Bei leckerem Essen und netten Gesprächen klang der Abend im Dr. Tholberg-Saal aus.
Und vom Dr. Tolberg-Saal geht es jetzt in die Stadtbibliothek, denn dort findet ab sofort ein Bücherflohmarkt statt. Alle weiteren Informationen dazu gibt es jetzt in den Kurzmeldungen. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am ersten Spieltag im neuen Jahr stand für die Schönebecker Frauen das Auswärtsspiel gegen den Dessauer SV 97 auf dem Programm. Trotz leichter Startschwierigkeiten und starken Würfen der Dessauer Gegner konnten sich die Schönebeckerinnen behaupten und holten am Ende den Sieg. Mit 6:2 Mannschaftspunkten entschied die Union das Spiel für sich. Das Landesprinzenpaar Sachsen-Anhalts, Sandra und Dr. Andreas Kalusche, wird im Rahmen des Tollitätsempfangs am 22. Januar 2020 von Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich im Bundeskanzleramt empfangen. Das Schönebecker Stadtoberhaupt Bert Knoblauch gibt dem Paar für ihren Besuch ein repräsentatives Gastgeschenk und ein persönliches Schreiben der Stadt Schönebeck mit auf den Weg. Bereits am vergangenen Sonntag empfing der Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff das Paar in der Staatskanzlei. Bert Knoblauch würdigt die bevorstehenden Auftritte als kulturelle Botschafter der Stadt und wünscht ihnen alles Gute. Die öffentliche Kultur- und Serviceeinrichtung Schönebecks lädt ab Montag, den 20. Januar 2020, herzlich zum alljährlichen Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek ein. Während der regulären Öffnungszeiten können hier ausgewählte Stücke für 1 Euro erworben werden. Die Stadtbibliothek ist montags von 10 bis 12 sowie von 13 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 13 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Aktion dauert so lange, der Vorrat reicht. Ein neuer PC-Grundkurs beginnt am Montag, den 27. Januar um 17 Uhr in der Kreisvolkshochschule am Standort Schönebeck. In 8 Veranstaltungen montags und dienstags, jeweils von 17 bis 20.15 Uhr, lernen Teilnehmer die Grundlagen von Windows 10 kennen und wie sie den Computer effektiv verwenden. Weitere Informationen zum Kursangebot erhalten Interessierte auch telefonisch unter 03471 68 46 24 11 0. Anmeldungen sind in der Geschäftsstelle in der Tischlerstraße 13a in Schönebeck möglich oder online unter kvhs.salzlandkreis.de. Einer internationalen Schülerin oder einem Schüler ein Zuhause auf Zeit bieten und dabei selbst eine neue Kultur entdecken? Das ist gelebte Weltoffenheit und Gastfreundschaft. Familien im Salzlandkreis können so demnächst wieder ihr Familienleben bereichern und die Vorfreude junger Menschen auf ihr Austauschjahr erhöhen. Ein Gastkind aufnehmen können Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, Senioren und Alleinstehende. Ein freies Bett, Neugierde auf andere Kulturen und Gastfreundschaft genügen. Die AFS-Geschäftsstelle und ein aktives Netzwerk ehrenamtlicher Engagierter vor Ort bereiten alle Beteiligten auf den Austausch vor und begleiten während des Aufenthaltes. Interessierte, die ein Gastkind ab Februar aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden. Telefon unter 0403 99 22 29 0 oder E-Mail an gastfamilie@afs.de. Weitere Informationen unter afs.de/gastfamilie. Die Vorsitzenden der beiden Stiftungen der Salzland-Sparkasse, Landrat Markus Bauer und Hans-Michael Strube, überreichen am 13. Januar dem Grünen Labor in Gattersleben einen Spendencheck über 8.000 Euro. Schüler aus dem Salzlandkreis, darunter auch eine 10. Klasse aus dem Dr. Karl-Hermann-Gymnasium Schönebeck, profitieren direkt von der Stiftungszuwendung, denn sie wird zur Finanzierung von Fahrtkosten ins Grüne Labor eingesetzt. Dieses ist das einzige Schülerlabor in ganz Deutschland mit Schwerpunkt Pflanzenbiotechnologie, wo jährlich mehr als 5000 Schüler im Laborkittel unter echten Bedingungen experimentieren. Mit dem Jahresbeginn 2020 beginnt auch für die Partnerschaft für Demokratie in Schönebeck ein ganz neuer Abschnitt. Von 2020 bis 2024 wird unter dem Titel Demokratie leben, Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen die bisherige Arbeit fortgesetzt, um auch weiterhin spannende Projekte umzusetzen. Am 21. Januar 2020 findet die konstituierende Sitzung des Begleitausschusses für die neue Förderperiode im Großen Rathaussaal statt. Wie in den Jahren zuvor wird der Begleitausschuss über eingereichte Förderanträge abstimmen und gegebenenfalls eine Förderempfehlung aussprechen.
Carsten Volkmann aus der externen Koordinierungs- und Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie in Schönebeck nimmt die eingehenden Ideen und Vorschläge entgegen und berät zu Unterstützungsmöglichkeiten im Bundesprogramm Demokratie leben. Am Donnerstag, dem 26. März 2020, finden wieder bundesweit der Girls' Day und der Boys' Day statt. An diesem Tag laden Unternehmen und Einrichtungen Schülerinnen sowie Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 ein, um Berufe für sich zu entdecken und einen Arbeitstag mitzuerleben. Dies dient vor allem auch dazu, neue Perspektiven für die berufliche Laufbahn zuzulassen und damit ebenfalls geschlechtsuntypische Berufe einzubeziehen. Wer sich in der Schönebecker Stadtverwaltung einschließlich ihrer Einrichtung einen ersten Eindruck über die hiesige Arbeitswelt verschaffen möchte, der kann sich bei der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten Andrea Alsuro Lopez melden. Die nächste Bürgerversammlung für die Ortschaft Prezin findet am Mittwoch, den 29.01.2020 um 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Alter Krug statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Die Verwaltung beantwortet in der Bürgerversammlung überdies nach Möglichkeit allgemeine Fragen für die Ortschaft Prezin. Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck-Elbe, Amt für Presse und Präsentation am Markt 1 oder auch telefonisch unter 03928 71 01 23. Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH ist auf der Suche nach dem ältesten Kühl- und Gefriergerät des Landes. Im Rahmen der Aktion Jetzt eiskalt tauschen soll das nachweislich älteste noch in Betrieb befindliche Gerät in Sachsen-Anhalt durch ein gleichartiges, hochenergieeffizientes Neugerät ersetzt werden. So will die Agentur Energieeffizienz und Klimaschutz ganz praktisch und erlebbar für die Menschen im Land machen. Und wer weiß, vielleicht befindet sich das älteste Kühl- und Gefriergerät sogar in Schönebeck. Entsprechende Postkarten zur Teilnahme werden ab sofort im Foyer des Schönebecker Rathauses öffentlich ausgelegt. Alle Informationen zur Kampagne erhält man unter www.lena.sachsen-anhalt.de. Auch im kommenden Jahr 2020 möchte der Salzlandkreis wieder die Salzlandfrau auszeichnen. Damit soll besonders verdienstvollen Bürgerinnen für ihre ehrenamtlichen Aktivitäten und ihren Einsatz für das Gemeinwohl in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Soziales, Kultur und Sport sowie junges Engagement ein großer Dank ausgesprochen werden. Dafür können Sie Bürgerinnen aus dem Salzlandkreis nominieren, welche dann am 8. März 2020 im Karl-Maria-von-Weber-Theater in Bernburg im Rahmen einer Ehrenpreisverleihung ausgezeichnet werden. Wenn Sie jemanden kennen, der diese Auszeichnung verdient hat, senden Sie Ihre Nominierungen bis zum 31. Januar 2020 an gleichstellungsbeauftragter.stadt@bernburg.de. Der Salzlandkreis freut sich auf Ihre Einsendungen. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Die Edeka EG feiert Geburtstag. 100 Jahre wird sie alt. Das wird auch groß im E-Center hier in Schönebeck gefeiert. Mit einer Aktionswoche, die am morgigen Dienstag startet. Und was genau Sie in dieser Woche erwartet, das erfahren Sie jetzt. Liebe Schönebecker, liebe Kunden, auch in diesem Jahr laden wir wieder ein zu unserer großen Azubi-Aktion U21 in der Woche vom 20. bis 25.01. Am Dienstag haben wir geplant, eine Schulklasse der Maxi-Gorki-Schule einzuladen, wo wir den Beruf des Verkäufers und Verkäuferin im Einzelhandel den Jugendlichen näher bringen, unseren Beruf und unseren Laden und unsere Tätigkeit zu beschreiben. Und im Anschluss werden wir mit den Jugendlichen noch ein schönes, gemütliches Mittagessen veranstalten. Am Donnerstag in der Zeit von 11 bis 15 Uhr findet unser großes Showkochen statt. Da wird es eine Kasseler Sauerkrautpfanne geben. Die Kelle würde kosten 100 Cent, weil wir ja dieses Jahr im Edeka 100-jährig Edeka EG feiern. Am Freitag feiern wir dann unsere große 100-jährige Geburtstagsparty mit den Azubis, wo wir zu Kaffee und Kuchen einladen. Um 17 Uhr haben wir dann unsere große Verlosung, die Tombola-Ziehung mit dem Firefighter-Team Schönebeck, wo wir Preise haben. Wir haben vier Preise. Der vierte Preis ist ein handsigniertes Poster von Daniela, die gestern bei uns aufgetreten ist.
Der dritte Preis ist ein Tankgutschein im Wert von 30 Euro. Der zweite Preis ist ein Best Joyce Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro. Und der erste Preis ist eine handsignierte erste FCM-Sitzschale mit Wandhalterung. Und wir würden uns alle freuen, beziehungsweise unsere Azubis und unsere Mitarbeiter des E-Center-Teams, Sie recht herzlich bei uns begrüßen zu dürfen. Das also ein Überblick über die Aktionswoche im E-Center hier in Schönebeck. Wir geben jetzt kurz ab in die Werbung, sind dann aber gleich wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Rippchen 100 Gramm zu 40 Cent, Schinkeneisbein 100 Gramm zu 45 Cent, Kniebein 100 Gramm zu 30 Cent und Bierschinken 100 Gramm zu 1,20 Euro. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Aufgepasst! Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuter ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe. Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuter. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke ihr Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck.
Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Montag, den 20. Januar. Die Schöneberger Hochzeitsmesse wirft bereits ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag ist es soweit, dann von 10 bis 17 Uhr im Dr. Tholberg-Saal. Alle weiteren Informationen dazu gibt es jetzt noch einmal für Sie. Save the Date. Unter diesem Motto findet am Sonntag, den 26. Januar 2020, die Hochzeitsmesse im Dr. Tholberg-Saal in Schöneberg statt. Moderiert von Bachelor Jan Kralitschka sehen Sie auf der diesjährigen Wedding-Show die aktuellen Trends für Ihre Traumhochzeit. Vom Brautkleid bis zur Torte, vom Fotografen bis zum Floristen ist alles dabei. Von 10 bis 17 Uhr können Sie über die Messe stöbern und sich individuell beraten lassen. Nähere Informationen rund um die Veranstaltungen und Aussteller erhalten Sie auf Facebook und Instagram unter @diehochzeitsmesse. Und jetzt haben Sie wieder die Chance, eine CD zu gewinnen. Aktuell ist es der Soundtrack zum Film Die Eiskönigin 2. Bevor es für Sie die neue Frage gibt, hören wir noch mal kurz rein. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. So wird's immer sein, dass die Zeit viel zu schnell verfliegt. Mit über 1,2 Milliarden Dollar war Die Eiskönigin 1 der weltweit erfolgreichste Animationsfilm. 6 Jahre nach diesem Erfolg legt Disney mit dem zweiten Teil nach und entführt die Fans wieder in eine zauberhafte Winterwelt. Die Oscar- und Grammy-gekrönten Songwriter Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez steuern 6 Songs bei, die von den deutschen Synchronstimmen performt werden. Lassen Sie sich von den Liedern verzaubern und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von Die Eiskönigin 2. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Wenn auch Sie eine dieser CDs gewinnen wollen, dann machen Sie mit und beantworten Sie mir folgende Frage. Wie alt wird denn die Edeka AG? Wenn Sie die Antwort wissen, dann rufen Sie an unter 03928 40 57 70 oder schicken eine E-Mail an redaktion@elbemedien.de. Die Gewinner geben wir dann wie immer am Freitag bekannt. Und wir blicken jetzt auf Veranstaltungshinweise in den kommenden Tagen. Musik.
Das Werk 2 in Biere lädt ab Januar 2020 jeden Samstag zur Disco ein. Ab 20 Uhr präsentieren verschiedene DJs Musik für Jung und Junggebliebene. Ein Shuttlebus fährt die Besucher im Umkreis von 15 Kilometern kostenfrei nach Hause. Am 24. Januar 2020 wird um 19.30 Uhr in der St. Laurentiuskirche Schönebeck-Frohse ein Konzert mit Tabea und Tobias Wollner und dem Saxophonisten Frank Schöpke stattfinden. Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro bei Schulz in Schönebeck, Reuterplatz 6, Telefon unter 03928 46 95 88 und an der Abendkasse zum Preis von 15 Euro erhältlich. Save the Date. Unter diesem Motto findet am Sonntag, den 26. Januar 2020, die Hochzeitsmesse im Dr. Thurberg-Saal in Schönebeck statt. Moderiert von Bachelor Jan Kralitschka sehen Sie auf der diesjährigen Wedding-Show die aktuellen Trends für Ihre Traumhochzeit. Vom Brautkleid bis zur Torte, vom Fotografen bis zum Floristen ist alles dabei. Von 10 bis 17 Uhr können Sie über die Messe stöbern und sich individuell beraten lassen. Nähere Informationen rund um die Veranstaltung und Aussteller erhalten Sie auf Facebook und Instagram unter @diehochzeitsmesse. Der CDU-Stadtverband Schönebeck lädt am Samstag, dem 1. Februar 2020, herzlich zur traditionellen Glühweinwanderung um 10.30 Uhr ein. Treffpunkt ist der Flugplatz Sackmünde, wovon aus gemeinsam zum Ringheiligtum gewandert wird. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. In der Stadtbibliothek Schönebeck gibt es eine neue Ausstellung. Unter dem Titel Seelenhunde präsentiert Mandy Möbis ihre Werke. Die Autor-Hundefotografin legt dabei ein besonderes Augenmerk darauf, die Tiere in einer natürlichen Umgebung zu fotografieren. Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten am Stadtfeld 40 zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen. Und bevor es zu den Wetteraussichten geht, machen wir noch einen kleinen Abstecher in das Steakhouse Los Gauchos, denn dort kann man ganz wunderbar zu Mittag oder Abendessen wunderbare Steaks und Grillspezialitäten. Genießen Sie die besten Steaks und Grillspezialitäten in Ihrem Steakhouse Los Gauchos in Schönebeck. Lassen Sie sich im modernen und stilvoll eingerichteten Restaurant verköstigen, entspannen Sie bei einer Tasse Kaffee oder stoßen Sie mit einem leckeren Cocktail an. In unserer Mittagskarte finden Sie aktuell unter anderem Chicken Curry für 8,90 Euro, die mexikanische Fleischpfanne für 8,50 Euro oder Penne mit verschiedenen Soßen für nur 7,90 Euro. Die Angebote gelten wochentags außer an Feiertagen und Dienstagen von 11 bis 14.30 Uhr zusätzlich zur regulären Speisekarte. Besuchen Sie uns im Stadtpark Schönebeck in der Friedrichstraße 104. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Das Wochenende war doch eher grau und bewölkt. Teilweise hat es auch geregnet. Wie die Aussichten in den kommenden Tagen werden, das verraten wir Ihnen jetzt. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur Wettervorschau der kommenden drei Tage. Mit sonnigen Wetteraussichten starten wir in die Woche. Der Dienstag hält uns Temperaturwerte zwischen minus 1 und 4 Grad bereit. Außerdem bleibt es voraussichtlich trocken. Der Mittwoch beginnt mit 1 Grad. Den Tag über werden wir von einer Wolkendecke begleitet und es besteht ein Niederschlagsrisiko von 70%. Die Maximalwerte liegen bei 6 Grad. Auf den Donnerstag hin lockert es ein wenig auf und ab und zu kann wieder die Sonne hervorschauen. Die Temperaturen können im Laufe des Tages von 1 Grad bis auf 5 Grad ansteigen und es bleibt voraussichtlich trocken. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Ein Mix aus Sonne und Wolken, das also die Aussichten für die kommenden Tage. Und damit endet das Regionalmagazin für Montag, den 20. Januar. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns am Mittwoch um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Tina Bonas.